Herzlich willkommen zur nächsten Folge Civilization 6 mit großen Schritten zum Wissenschaftssieg, hoffentlich. Ein bisschen was ist noch übrig zu forschen, bevor wir uns mit dem Exoplaneten beschäftigen können. Die Geschichte, die uns noch fehlt. Aber wir kommen schon der ganzen Sache ein bisschen näher. Es ist noch Lasertechnologie, es ist noch die Robotertechnik. Ja, wir bauen noch nebenbei ein Atomkraftwerk. Also wir haben noch ein paar Sachen offen, dass wir relativ schnell vorankommen. Und mal sehen, wie lange wir noch brauchen. Ich hatte ja getippt, noch zwei Folgen, also diese und noch eine weitere. Mal sehen, wie weit wir am Ende dieser Folge sind und ob ich damit hinkomme. Aachen hat jetzt übrigens Wohnraumprobleme, wie ich gerade sehe. Ist jetzt nicht mehr so wahnsinnig entscheidend. Wir haben hier 20 Einwohner. Es ist nicht so, dass wir jetzt unbedingt noch was bräuchten, aber gut. Damit müssen wir jetzt erstmal leben. Na? Also, wir machen weiter. Schnelle Schritte vorwärts. Auf geht's. Die Marschroute ist klar. Wir versuchen jetzt noch ein paar Heurikas abzugreifen. Ich glaube, das ist tatsächlich das Einzige mit dem Atomkraftwerk noch. Und dann war es das eigentlich auch schon. Es gab wieder viele nette Kommentare von Frank und von Ole. Vielen, vielen Dank dafür. Ich muss ehrlich gestehen, ich finde es ja immer spannend, dass ihr selbst in so einer Situation immer nochmal neue solche Sachen einwirft. Ich meine, klar, wie ich halt schon beschrieben hatte vor ein paar Folgen, es macht an einem bestimmten Punkt nicht mehr so wahnsinnig viel aus, was man denn alles noch erforscht und so weiter. Aber trotzdem interessant. Immer noch die ganzen Sachen, die man noch bedenken kann. Auch im Late Game. Genau. Also schaut auch für alle anderen Zuschauer, schaut gerne mal in die Kommentare. Da hättet ihr nochmal einige Infos, wie ihr im Late Game auch nochmal richtig reinhauen könnt. So. Gut, dann hoffe ich, dass der Rundenwechsel jetzt schnell vonstatten geht. Ich glaube wirklich an Laser. Das wird die Welle der Zukunft. So, Lasertechnologie ist abgeschlossen. Wir haben weitere große Persönlichkeiten und wir haben Uran bei uns, was auch sehr schön ist. Bedeutet, dass wir jetzt Atomkraft umstellen. Mal gucken, wer hat. Da war noch der Vorschlag, dass man das hätte auch in einer anderen Stadt machen können. Ich habe das jetzt tatsächlich deswegen gemacht, weil wir in Aachen relativ schnell die Möglichkeit dazu hätten. Hätten wir wahrscheinlich auch in anderen Städten gehabt. Da habe ich jetzt persönlich nicht weiter darüber nachgedacht, ob das jetzt sinnvoll ist in dieser Stadt oder in einer anderen. Gebe ich euch recht, da kann man sicherlich noch ein paar Sachen besser timen. So, und besser ausspielen. Wir haben sechs Gesandte. Wir können überlegen, was wir damit machen. Also für Nalanda reicht es jetzt immer noch nicht. Da fehlen uns dann immer noch drei weitere. In Naventa reicht es aber definitiv auch nicht. Bedeutet, wir können erstmal unsere Gesandten halten und schauen, dass wir dann eben nach und nach vielleicht nochmal Nalanda nochmal uns holen. Aber im Moment brauchen wir es, glaube ich, nicht. Mir irgendwas jetzt verkaufen? Nö, nö, müssen wir nicht, ne? So, große Persönlichkeit. Was haben wir denn? Große Schriftsteller? Ich glaube, die können wir tatsächlich nochmal einstellen. Wir haben, glaube ich, noch hier unten in Trier haben. Oder auch in Ulm noch Werkplätze. Nehmen wir das doch gleich als Anlass, um Emily Dickinson da Werke einzulagern. Ein Vogel kommt des Wegs entlang, weiß nicht, dass ich ihn sehe, beißt Regenwurm in Teile 2 und frisst den Wurm. Oh weh. So, noch mehr Werke. Wir achten jetzt wirklich drauf. So, dann haben wir noch einen großen Händler. Gewährt zwei Jeans. Ein exklusives hergestellt Luxus, das Plus für Annehmlichkeiten bietet. Oh ja, das nehme ich auch gerne. Wir können aber auch eine weitere Kooperation bauen, aber ich würde tatsächlich die Annehmlichkeiten jetzt mal nehmen. Da gab es auch nochmal Kommentare zu Skigebieten, die wir bauen können. Das stimmt alles. Hier überall können wir Skigebiete für Annehmlichkeiten einrichten. Falls man jetzt noch so Probleme damit hat, wäre das auf jeden Fall machbar. Wir haben jetzt überall die plus 20%. Ich glaube, es geht noch. Ich weiß gar nicht, ob es noch eine Stufe gibt. Ich glaube ja. Das war in den Kommentaren nochmal angegeben. Ich bin mir aber gar nicht so sicher. Ich muss noch mal ganz kurz. Ich würde dazu noch mal ganz kurz reinschauen. Nicht, dass ich was Falsches erzähle, aber Ole hat in der Hinsicht noch mal was. Da wurde noch mal was geschrieben dazu. Auch zu den Annehmlichkeiten. Ich will das jetzt nicht falsch wiedergeben. Ist nicht mehr ganz so einfach hier. Auf der YouTube-Seite, ehrlicherweise. So.
So, mit den derzeitigen Annehmlichkeiten können vermutlich alle Politikkarten nun ausgetauscht werden. Aktuell sind alle Städte bei plus 8 und plus 9, auch dank der 3 neuen Unterhaltungsbezirke. Plus 5 ist nötig. Ja, genau. Also, genau, wir könnten theoretisch jetzt diese ganzen Wissenschaftskarten, oder ich sag mal nicht die Wissenschaftskarten, die Annehmlichkeitenkarten aus unserer Regierungsform rausnehmen. Wobei die Wohnraumgeschichte noch relativ gut ist. Ich glaube, die würde ich tatsächlich drin lassen. Aber wir könnten das republikanische Vermächtnis vielleicht rausnehmen. Wobei auch die gibt uns Wohnraum. Ja, mal gucken. Vielleicht, ich glaube, ich würde es gar nicht mehr unbedingt machen. Beide Karten sind eigentlich ziemlich cool. Aber Annehmlichkeiten haben wir tatsächlich jetzt erstmal genug. Übrigens auch Zeitalterpunkte. Da sind wir jetzt auch schon wieder in einem goldenen Zeitalter. So, Heidelberg. Ja, ich denke, der Auftrag ist klar. Wir wollen schnell durch die Forschungen kommen. Und dementsprechend machen wir das auch weiter. So, jetzt haben wir hier einen General. Ich glaube, der steht hier nur zur Deko. Aber jetzt müssen wir mal überlegen, was wir hier machen. Den Sumpf trockenlegen. Achso, der ist hier unten noch. Ja, klar. Genau, das hattest du noch als Auftrag. Könnten wir noch irgendwie auflösen? Lufteinheitenplätze. Ja, gut, nee, das lassen wir. Die ruhen wir aus. Du kannst hier hin und dann können wir hier nochmal ein paar Solarplattformen hinstellen. So, da haben wir das ausgeräumt. Jetzt könnten wir natürlich überlegen, ob wir uns das Lager mal annehmen wollen. Und da mal ein bisschen aufräumen wollen. So stark ist das nicht. Und wir haben ja eigentlich auch nicht mehr sonst was zu tun. Das können wir eigentlich auch mal ausruhen. Brauchen wir auch nicht mehr drum zu kümmern. Und dann geht's weiter. So, Lenksysteme besiegt einen Jäger. Ja, das ist leider eine Sache, die wir jetzt nicht erforschen können. Das ist ein bisschen schade. Aber da müssen wir jetzt durch. Ich weiß gar nicht, ob wir schon neue Sachen freigeschaltet haben. Nee, noch nicht, ne? Müssen wir wahrscheinlich wirklich Richtung Robotertechnik gehen. Ich tippe mal auch, dass wir das noch alles, also die Kernfusion auf jeden Fall noch erforschen müssen. Bauen ja gerade auch noch das Opernhaus. Kultursieg ist allerdings, glaube ich, derzeit kein Thema, auch wenn wir dem ein bisschen näher kommen, aber wir sind ja insgesamt nicht darauf ausgelegt. Bauen jetzt noch die ein oder andere Sache wie das Opernhaus, aber letztendlich ist das für den Sieg auch nicht mehr maßgeblich. Mal sehen, wie weit wir kommen in der Folge. Letztes Mal war es 236 oder 237. Ich hoffe mal, dass wir vielleicht bis Runde 250 oder so kommen. Das wäre cool. Zeitaltermäßig sind wir auch noch 10 Runden weg ungefähr vom nächsten Zeitalter. Ich glaube, das ist auch der letzte Zeitalterwechsel dann. Hilfsanforderungen, da sind wir eher nicht so gut. Und bei der Weltausstellung, da sind wir wiederum sehr, sehr gut. Mit 11.300 Punkten. So, die Entwicklung der Ausrichtung Optimierungsgebot hat große Fortschritte gemacht. Sehr schön. Social Media hat Fortschritte gemacht. Kernfusion hat große Fortschritte gemacht. Und der Weltausstellungskongress ist abgeschlossen. So, wir können einmal Jeans verkaufen. Ja, können wir eigentlich machen. Und wir müssen, glaube ich, unsere Freundschaften neu machen, ne? Brasilien. Kulturelle Allianzen. Ja. Und auch mit, hier, mit Elinore. Und da auch bitte wieder Richtung Militärallianz, ne? Genau, so. So, Jeans haben wir weggeverkauft. Kernfusion. Ein Diplomatie-Sieg haben wir bekommen. Okay. Social Media. Abgelaufen. Ja, der Rest ist klar. Große Persönlichkeiten haben wir auch mal wieder. Einen großen Musiker. Oh ja, das ist gut. Den nehmen wir uns gerne an. So, den können wir dahin zum Beispiel schicken. Hier sind noch Plätze frei. Hier sind überall noch Plätze frei. Sehe ich gerade. Fantasie-Ouvertüre Romeo und Julia. Sehr schön.
weitere kulturelle Errungenschaften. So, an Aachen. Ist eigentlich erstmal nicht so viel zu tun. Wir hatten jetzt, glaube ich, das Atomkraftwerk, haben wir jetzt, glaube ich, eingestellt. Ich glaube, die Dänefabrik haben wir auch bekommen, ne? Die Kernfusion, ja, okay, das ist klar. Sehr schön. Ja, wir machen einfach weiter jetzt Campus Forschungs Atomreaktor in Betrieb. Ja, ermöglicht den erneuten Betrieb eines Atomreaktors und Sicherheitsmaßnahmen zu verbessern und das Risiko eines nuklearen Falls zu senken. Aha. Okay, jetzt wissen wir auch ungefähr, warum das in Aachen schlecht war. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe, glaube ich, noch nie einen Raumhafen gebaut. Also so ein Ding, Raum haben sie ja schon. An der Handelsinvestition nicht, das. Ein Atomkraftwerk gebaut. Da sieht man mal, dass ich mal relativ. Also, man macht das ja auch oft auch für die Militärsiege. Hier war noch das überhaupt kein Thema eigentlich. So, wir machen die Arena, mehr Annehmlichkeiten. So, du hast nichts zu tun. Ach doch. Hier war das der große Werkplatz. Okay. Dann laufen wir mit dir einfach hier runter. Den legen wir einmal trocken. Und dann läufst du da hoch. Oh ja, wir wollen Offshore-Windparks bauen. Okay, das müsste erstmal passen. Dann machen wir, glaube ich, erstmal weiter. Wenn wir gleich die Lenksysteme freigeschaltet haben, kommen wir dann auch, glaube ich, zu den beiden Dingen. Während hier sich noch religiös auf die Mütze gehauen wird. Ich glaube, da in der Hinsicht brauchen wir uns, glaube ich, auch keine Gedanken machen. Wobei Religion schon noch ein Thema war zwischenzeitlich, aber jetzt hat sich das recht verlaufen. Auch schön, so ein Offshore-Windpark direkt in dem Riff ist ja wunderbar. Oh, wir haben ja noch Perlen, sehe ich gerade, aber da kommen wir nicht ganz ran. Musik wird auch noch abgespielt. Ja, die Rundenwechsel dauern jetzt schon arg lang in der Phase des Spiels. Aber gut. Man kann das tatsächlich, glaube ich, mit den Rundenbewegungen ausschalten. Ich mag das ja mal ganz gerne im Early und im Midgame, wenn man auch kriegerische Auseinandersetzungen haben, finde ich das nachvollziehbar, auch für die Zuschauer. Man kann die Bewegung ja grundsätzlich deutlich schneller machen. Verdiene Doppelpunkte bei großer Pünktlichkeit. Ich würde sagen Ingenieure, oder? Das machen wir auf jeden Fall. Wir haben sogar ein bisschen diplomatische Gunst, ne? Feuer, Militäreinheiten mit Produktion ist aber egal. Wollen wir uns zwei Diplomatie-Siegpunkte geben? Ja, ne? Aber ich glaube, die kriegen wir auch nicht. Wir reichen das mal so ein. Die großen Persönlichkeiten sind uns wichtiger. Große Händler. Verdienen Doppelpunkte bei großen Persönlichkeiten. Große Händler. Produktion. Sundia Kaita gewinnt zwei Diplomatie-Siegpunkte. Kommst du vielleicht noch dort an, wo du hin wolltest? So. Ist Lotse. So, ich hoffe, ihr hört mich jetzt wieder ordentlich. Ich kann es immer nicht ganz kontrollieren, aber in letzter Zeit habe ich irgendwie Probleme mit meinem Mikro. Ich hoffe, das geht. Naja. So, Honig. Nehmen wir an. Dann machen wir ein bisschen. Einen Moment ganz kurz.
So, jetzt sollte es hoffentlich wieder richtig funktionieren. Ich musste mal ganz kurz was basteln. Haben ja kaum Zeit verloren. Okay, also, können wir hier irgendwas machen? Nee, ne? Keiner will irgendwelche Luxusgüter haben. Es wurde irgendwie wieder Land verloren, aber ich glaube, durch unsere Hochwassersperren geht das ja auch. Und wir können hier ganz normal weitermachen. Magdeburg, ja, da haben wir jetzt eigentlich, wir haben überall eigentlich nichts mehr zu tun, ne? Wir können noch Häfen bauen, aber das ist, das wurde in Aachen übrigens auch nochmal vorgeschlagen, dass wir hier auch nochmal einen Hafen bauen könnten. Aber haben wir auch schon. Ich weiß gar nicht. Ja, in Aachen haben wir noch keinen Hafen gebaut. Nee. Machen wir das nochmal. War auch, glaube ich, ein Vorschlag von Ole. So, in Trier. Weitere Campus-Forschungsstipendien und hier gerne den Zoo. Und am Broadway muss natürlich auch nochmal ein Musikwerk erschaffen werden. Tanz der kleinen Schwäne. Schön von Tschaikowskis Schwansee. Erfolg am süßesten erscheint für den, der niemals welchen hat. Am besten macht der Nektar satt, den, der sonst Mangel nur beweint. So, weitere große Werke. Hier gehen wir mal mit großen Schritten zu dem Militär, zu dem Barbarencamp. Sind bei Stufe 5 inzwischen. Und ja, die Robotertechnik ist in einer Runde erforscht. Sehr schön. Ja, ich hatte letztens irgendwie auch, das habe ich jetzt schon bei den Minecraft-Aufnahmen probiert, immer mal wieder Probleme mit meinem Mikro. Ich hoffe, dass es irgendwie ein Wackelkontakt ist im Anschluss. Ich muss mal schauen, ob ich das Kabel vielleicht mal auswechsel. Irgendwie passt da was nicht. Ich habe das jetzt schon bei einigen Sachen be bemerkt und ich musste das dann irgendwie alles wieder neu starten. Ich hoffe, dass das im Laufe der Aufnahme jetzt unproblematisch war und jetzt erst am Ende wieder gemerkt. Ich habe das an dem runden Wechsel gemerkt, an dem Ton. Ich hoffe aber, dass es jetzt wieder funktioniert. Ansonsten bitte ich, die Tonprobleme zu entschuldigen. Es kann sein, dass ich dann ein bisschen klinge, eine kurze Zeit klinge, wie als ob ich hier Helium eingeatmet hätte. Aber das sollte sich hoffentlich wieder regulieren. War, glaube ich, jetzt auch noch in keiner der Aufnahmen drin. Wenn ja, dann tut es mir leid, aber ich versuche das eigentlich immer zu vermeiden. Logischerweise. Ach so, ja, Einheit benötigt. Ich möchte mal so ein Seastead bauen. Ich glaube, das haben wir auch noch nicht gemacht. Oh, die sehen ja auch ganz cool aus, die Dinger. Passt ja auch irgendwie ganz cool hin zwischen die beiden Hochwassersperren, ne? Fast 1400 Wissenschaft inzwischen. Ja, das ist ein bisschen schade, dass wir, ich will nicht sagen, Sachen überspringen können. Aber ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, wir haben Wissenschaftssiege auch schon mal früher erreicht von der Rundenanzahl, oder? Trotz allem habe ich das Gefühl, dass wir recht spät dran sind. Ich glaube, weil wir zwischenzeitlich einfach bei der Forschung viel Zeit verloren haben. Aber gut. So, mein Angebot. Nee, komm, wir wollen jetzt nicht irgendwelche Werke durch die Gegend tauschen. Das kann sie vergessen. Da ist Eleonore nicht mal so stark in der Kultur, ne? Einfach auch keine gute Partie. Was wollen die denn alles haben hier? Na, die wissen nicht, was sie mit ihrem Geld machen sollen, ne? Das ist genauso wie das gleiche wie bei uns. Wobei die gar nicht mehr so viel Geld haben, aber wir, ne, mit unseren 14.000 könnten hier auch nochmal irgendwelche großen Persönlichkeiten einkaufen. Wow, das ist auch krass, ne? Shayahan. Wir könnten auch nochmal, oh, wir könnten auch nochmal gucken, dass wir Stefanie Kwolek bekommen. 100% Produktion für Weltraumrennprojekte ist natürlich super krass. 38.000 kostet die gute. Ja, können wir natürlich gucken, ob wir das irgendwie zusammenfinanziert bekommen. Das ist krass, oder?
Ich komme wieder. Okay, die wird aber auch ründlich günstiger, ne? 31.790, wir kriegen die auch gleich in 6 Runden. So, das ist okay, dann würde ich sagen, machen wir weiter die Forschungsprojekte. So, jetzt haben wir Robotertechnik gemacht. Jetzt können wir als nächstes dann Kernfusionen erforschen. Das geht jetzt auch relativ schnell in einer Runde. Komm, wir bauen uns den Leuchtturm noch. Und wir machen hier weiter Campusgeschichten. Weil das ja auch große Punkte generiert und wir dann umso schneller die gute Frau auch bekommen. Ja, da ist es. Alle paar Runden sind hier die Projekte fertig. So, und in Aachen machen wir natürlich wieder einen Weg, der uns vor allem... Ja, Segu ist stark. Und hier bauen wir noch sowas hin. Und hier oben können wir tatsächlich, glaube ich, noch eine Mine oder einen Wald oder was auch immer pflanzen. Ja. Dann hat der auch noch ein bisschen was zu tun. Und hier mal Attacke. Und mal gucken, nächste Runde ist das dann schon Geschichte, glaube ich. Oh, wir sind nicht mehr so zerren. In Johannesburg, wenn ich das richtig sehe. Das werden wir gleich mal ändern. Wir kriegen auch noch mal gleich 3 neue Gesandte dazu. Mal gucken, wir müssen jetzt noch die anderen Sachen erforschen. Nope. Keine neuen Handverhandlungen, bitte. Bewegt euch mal zu Ende, Einheiten. Leichter Ausbruch, das ist alles nicht so... Ganz cool. Ich bin ein großer Befürworter der Verwendung der Kernfusion aus 150 Millionen Kilometern Entfernung. Unsere Sonne macht Fusion wirklich gut und kostenlos. Hier auf der Erde in Reaktoren nicht wirklich. Fessel diesen Übeltäter an die zerklüfteten Felsen mit starken Ketten, die unzerstörbar sind. So. Okay, also Magdeburg muss auf jeden Fall erstmal ein bisschen was reparieren. Das ist klar. Hier will jemand Diamanten haben. Gerne. Ansonsten hatten wir ja schon mal geguckt, will niemand irgendwelche Sachen haben. Pingala ist in Aachen wieder etabliert. Das ist gut. Dann kriegen wir auch endlich mal wieder Forschungspunkte. Und ich glaube, wir können auch hier wieder Gouverneure einsetzen. Ah, ne. Irena ist noch ausgesetzt. So, fortschrittliche KI. Nächste Forschung... Und hier weiß ich gar nicht. Gehen wir in die Zukunftsausrichtung. Wir kriegen jedes Mal einen Gouverneurtitel, wenn wir das machen. Finde ich eigentlich ganz, ganz cool. Und ja, hier bauen wir nochmal die Schiffswerft. Reaktoralter 3 Jahre geht wahrscheinlich noch, ne? Noch können wir, glaube ich, Schiffswerft bauen. Noch ist das, glaube ich, alles in Ordnung. So, und ich möchte natürlich auf jeden Fall in Johannesburg wieder so zerren sein. Und dann haben wir wieder unsere 6 und können halt nichts weitermachen als sparen. Schade. Gibt auch nochmal 30 Gold. Wo sieht die Persönlichkeiten aus? Die kostet jetzt noch 27.000. Unsere Stefanie Kwolek. Okay. In 4 Runden ist Sydney fertig und dann können wir, glaube ich, auch schon wieder in die nächste Runde gehen. Regierungskarten sehe ich übrigens, wie gesagt, im Moment nicht austauschen. Oder noch nicht ganz so schnell vorangekommen. Hier fahren jetzt übrigens auch Panzerkorps durch die Gegend.
Ja, Klima ist ein Problem, Regierung. Wir hatten eine Politikkarte, die ganz spannend war. Ich weiß nicht, war das eine Joker-Karte jetzt? Das war, glaube ich, Luft- und Raumfahrtgeschichten. Und hier war noch was anderes, was ganz spannend war aus der letzten Folge, glaube ich. Da gab es noch Kohlenstoffrückgewinnung, genau. Na, wir haben die Agenda zivilisiert erfüllt von Peter dem Zweiten. Das ist aber auch nett. Gegenspionage läuft auch. Oh ja, da gibt es auch richtig Krieg hier. Da können sich welche nicht leiden. Während auch noch weiterhin Rockbands unterwegs sind. Und noch niemand weiteres mit dem Wissenschaftssieg überhaupt angefangen hat. So, gemäßigte Flut abgeschwächt. Sehr schön. Wein kann verhandelt werden. Rainer wird wieder nach Magdeburg geschifft. Und wir haben den Großingenieur, den können wir, glaube ich, jetzt nochmal in Sydney aktivieren. Dann baut er das Sydney auch fertig. So, Aachen. Seehafen. Ja. Können wir noch machen. Und ja, ich glaube, ich mache mal ein bisschen meinen Ton wieder ein bisschen runter. Das ist ein bisschen sehr laut. In Magdeburg machen wir weiter Campusgeschichten. Und hier kriegen wir, glaube ich, noch mal eine Einheit. So. 26.000 kostet es jetzt noch. Machen wir erstmal weiter. Jetzt weiß ich ja, warum die so teuer war. Das waren noch 32 Runden oder sowas, bis wir sie bekommen. Das lag letztendlich, glaube ich, nur hier auch nochmal eine Strecke machen können durch den Gebirgspass, ne? Aber unsere Militärpioniere sind jetzt wichtig für das Weltraumprojekt. Die besten Nachbarn sind weit entfernt. Du seid Indien als bester Nachbar. Lebt Indien noch eigentlich? Wir haben doch hier auch noch Chennai dazu bekommen jetzt. Schaut mal. Wir haben eine neue Stadt bekommen. Ja, behalten die natürlich auch. Noch mehr Wissenschaft. Oh, eine schöne Stadt noch. Das ist doch schön am Ende. Da haben wir wenigstens noch ein bisschen was zu tun. Oh, wir können mal gucken, ob wir noch uns Annehmlichkeiten kaufen können, ja. Genau, Baumwolle und Elfenbein. So, schaut mal. Exoplanet Expeditionsstart ist möglich. Immer die vorletzte. Das war das, was Ola einmal erwähnt hatte. Zwei Runden, dann können wir anfangen mit dem, was wir eigentlich die ganze Zeit schon machen wollen. Na, herzlichen Glückwunsch. Es geht also los. Ich glaube, wir können das hier auch dauerhaft einstellen. Auch in so einer Bauschlange.
Auch das ist so eine Art Sache, die ich jetzt eigentlich deswegen nur mache, damit man es nachvollziehen kann, was ich immer einstelle. Man könnte sich das alles automatisieren, damit es auch deutlich schneller gehen. Aber so passt das eigentlich auch schon ganz gut. So, den hatten wir genau da. Wollten wir den auch, glaube ich, haben, ne? Gibt dann nochmal mehr Wissenschaft, dann ist das intelligente Material auch in einer Runde erforscht und nicht in zwei. Perfekt. Und wir gucken nochmal zu der großen Persönlichkeit, die wir hier bekommen. In drei Runden 19.000 kostet sie jetzt nur noch. Liegt es gerade daran, dass wir jetzt gerade extrem großen Fortschritt gemacht haben bei Wissenschaftspunkten. Vielleicht können wir sie nächste Runde sogar kaufen. Das wäre natürlich cool. Wir haben Einheiten. Wir haben jetzt einen Kampfpanzer, toll. Eine Oper und wir haben das Opernhaus von Sydney. Bevor sich der Vorhang hebt und endet lange, nachdem er sich gesenkt hat. Sie beginnt in meiner Vorstellung, sie wird zu meinem Leben und sie bleibt Teil meines Lebens, lange nachdem ich das Opernhaus verlassen habe. Ich hoffe, ihr hört es anders als ich, aber ich merke, dass es auf jeden Fall nicht in Ordnung ist, mein Audio. Und dass ich wahrscheinlich relativ bescheiden klinge. Ich versuche das danach zu fixen, tut mir wirklich leid über die Tonprobleme, die wir jetzt in dieser Folge haben. Ich hoffe, dass ich das irgendwie behoben bekomme. Ich werde einfach weniger reden. So, wir werden denunziert. Es steigt von der Erde in den Himmel auf und dann sinkt es wieder zur Erde hinab. Und ja. Also ich höre es ganz, ganz schlimm, das ist echt nervig. Das tut mir echt wahnsinnig leid. So, wir können weitermachen. Mit der Weltraummissionsgeschichte. So, in Aachen machen wir jetzt auf jeden Fall das Projekt. Das dauert drei Runden. Ich weiß gar nicht, ob wir das schon beschleunigen können eigentlich. Brauchen wir aber eigentlich auch nicht, weil wir die fortgeschrittenen Zellen eh erst noch. Wir können uns die aufsparen. So, große Persönlichkeit. 16.000. Ja, die möchten wir auf jeden Fall einsetzen. So. Genau, ihr habt erstmal nichts zu tun. Handelsweg von Magdeburg aus. Den können wir auch nochmal nach Aachen schicken. Und wir bauen dann kein weiteres Weltwunder. Lassen den erstmal hier stehen. Und da bauen wir noch ein Sägewerk. Ja, die Feldkanone gegenüber dem Musketier ist gar nicht mal so viel schlechter. Gut, der hat seinen Dienst getan, ne? Wir können den jetzt auch wegschicken. Dann gehen wir nochmal in die nächste Runde und ich versuche das nochmal zu fixen. So, mal gucken, ob es jetzt besser ist. Ich hoffe. Ich kann das leider nicht nachvollziehen, aber kann die Folge jetzt auch nicht nochmal aufnehmen. Logischerweise. Ja, ich habe das Gefühl, es liegt ein bisschen an meinen USB-Ports, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ich werde das auf jeden Fall nochmal auf den Grund gehen. Das ist in Ordnung.
Aber der Ton hört sich wieder ein bisschen besser an, jetzt auch für mich. Ich kann das immer so ein bisschen an meinem Ton, den ich höre, mitbekommen, ob das so kratzt. Habt ihr sicherlich auch schon mal gehört. Da scheint irgendwas in den Kontakten nicht richtig zu sein. Egal, wir konzentrieren uns aufs Spiel, indem wir eigentlich nichts weiter machen, als weiterhin Forschungsstipendien einzustellen. Aber eigentlich können wir auch gleich, diese Exoplanet-Geschichten kommen ja auch noch dazu. Produktion wäre ganz cool. Rennen. Ja, wir gehen nach Rennen. So. Noch zwei Runden haben wir es geschafft. Und wir sind immerhin schon in Runde 246. Das heißt, wir sind jetzt auch doch noch ein bisschen... Ja, wir können den jetzt einsetzen hier, aber das können wir tatsächlich mal machen, ne? Dann... So viel mehr bringt das jetzt gar nicht mehr, aber gut. Wir kommen zumindest rundentechnisch voran. Das ist doch schon mal gut. Und wenn wir den Expeditionsstart gemacht haben, dann geht das mit den Runden auch relativ schnell. Wir haben ja ein paar... Wir haben ja auch ein paar Raumhäfen. Das sollte dann funktionieren. Dass das jetzt so schlecht klang, das lag an der Rockband, nicht an uns. So, bedeutet aber auch, dass die anderen Mächte... ja, die war auch nicht gut. Dass die anderen Mächte jetzt in Richtung Kultursieg ein bisschen was machen, aber... Oh, und wir haben sogar Syndikator, der ein bisschen was am Wissenschaftssieg versucht, aber keiner so weit wie wir. Wir sollten mit den Laserstationen und weiter auch relativ schnell vorankommen, ne? So, Mission das erneuern. Das Unvollständige wird vollständig. Das Krumme wird gerade. Das Leere wird voll. Das Abgenutzte wird neu. Ich denke nie an die Zukunft. Sie kommt schon früh genug. So, Politik ändern brauchen wir nicht. Das lassen wir alles. Kosmetik. Ja, kaufen wir uns mal. Und ja, wir machen einfach weiter mit den Zukunftstechnologien. Den Gouverneurtitel können wir uns natürlich auch nochmal ausgeben. Wir befördern einfach. Rainer noch ein bisschen. Oder Magnus, dann können wir Magnus auch nochmal, glaube ich, auch nochmal etwas dafür, dass wir Magnus komplett aufgelevelt haben. Zumindest eine Steam-Errungenschaft oder was auch immer. So, machen weiter Zukunftsausrichtung, Weltraumorganisation in einer Runde, startet unser Exoplanet. Kann man das nicht einfach immer wiederholen? Ja. Ach so. So, jetzt. Da muss man es, glaube ich, machen, ne? Machen wir das. Wir werden das dann umbasteln, sobald wir die Forschung dazu freigeschaltet haben. Wollen wir natürlich auch vorangehen. Achso, wir hätten noch mal... Ne, wir hatten sie jetzt schon, ne? Ja. Also wir werden auf jeden Fall in dieser Runde noch nicht gewinnen, in dieser Folge, aber in der nächsten mit Sicherheit. Das verspreche ich euch. Denn wir werden es auf jeden Fall schaffen, diese Runde schon ins Weltall zu starten mit dem Exoplaneten. Mit dem Expeditionsstart. Gehen auch ins Atomzeitalter. Und passend dazu starten wir unsere Expedition. So, 5 weitere Zeitalterpunkte. Widmungen können gewählt werden. Der Wissenschaft, Nachbarschaftsbonus, das Campusbezirk, Gewerb, Produktion. Ich glaube, das nehmen wir auf jeden Fall.
Ja, wir können Sachen kaufen. Können wir noch Sachen verkaufen? Ich glaube nicht. Ist etabliert und wurde, wir haben Küstengeländefelder verloren. Naja gut, aber wir haben auch welche dazu bekommen. So, in einer Runde können wir diese Laserstationsgeschichten machen. Bedeutet, danach geht es dann los mit diesen ganzen Laserstationsgeschichten. Solange wir das noch nicht machen können, machen wir erstmal hier weiter. Weitere Wunder bauen brauchen wir, glaube ich, nicht, auch wenn es ganz nett wäre. Wir haben eigentlich noch die Möglichkeit dazu. Aber vielleicht finden wir eine Stadt, die das noch ganz gut machen kann. Wir haben ja noch den großen Ingenieur. Ansonsten brauchen wir das jetzt alles erstmal nicht. Können wir noch einen Bezirk bauen? Nee, ne? Nee. Eigentlich auch nicht. So, Nürnberg. Ja, der kann jetzt auch bleiben. Es ist eigentlich egal. Wir haben jetzt so viel in Aachen. Da kommt es jetzt auf den einen oder anderen nicht mehr an. Gut, und ich würde sagen, eine Runde können wir auf jeden Fall noch machen. Regierungskarten behalten wir, glaube ich, erstmal. Und dann können wir auf jeden Fall noch starten mit dem Laser. Wie gesagt, 50 Lichtjahre, normalerweise ein Lichtjahr pro Runde, aber wir können das eben beschleunigen, sobald wir die beiden Sachen freigeschaltet haben. Laserstationsstart und auch Bau der irdischen Laserstation. Aber wir wollen vor allem die Laserstation statt machen. Davon brauchen wir jetzt ganz viele, deswegen, wir haben auch gut Aluminium gesammelt. Kriegen auch noch 3 pro Runde. Und haben es zumindest mal in Runde 249 geschafft. Nach 11 Tagen auf diesem brutalen Flug begannen wir uns einer anderen Erde zu nähern, wenn ich es so nennen darf, nämlich dem Globus oder Körper von dem Planeten, den wir den Mond nennen. So, Weltraummission ist da. Wir verkaufen nochmal Luxusgut. Der Barbaren-Außenposten ist uns egal. Und wir gehen in die Zukunftstechnologien. Gibt dann auch nochmal Produktion für Stadtprojekte. So, wir fangen an. In Aachen auf jeden Fall der erste Laserstationsstart. Ich weiß gar nicht, wo wir es überall machen können, aber Magdeburg hat auch einen Raumhafen. Jetzt müssen wir mal ein bisschen suchen. Wir hätten noch mehr, glaube ich. Ich glaube, Patna hatte noch einen. Mumbai hat auf jeden Fall einen gehabt, ne? War das noch Patna? Ja, die hat auch noch einen. Wir gucken mal ganz kurz in die Produkte. Der macht das schon. Aachen macht das. Mainz hat es nicht. Heidelberg hat es, glaube ich, auch nicht. Trier hat es nicht. Die hatten alle... Doch, Trier hatte auch einen. Kann das aber nicht, weil wir nicht genug Dings haben. Wir können aber hier das machen. Jetzt der Energiebedarf dieser Stadt um 5. Weltraumrennprojekt ist eure Explosion im Einlicht davon beschleunigt. Ja, dann können wir das erstmal machen. Bau der irdischen Laserstation. Gibt auch nochmal einen Punkt mehr. Und ich glaube, das war es dann auch. Die Städte hatten das alle. Ja, okay, perfekt. Wichtig, dass wir da weiterkommen. So, kannst du noch ein tolles Wunder bauen in Ulm eigentlich? Können wir da noch irgendwas Tolles bauen? Das Bolschoi-Theater, den Panama-Kanal. Das Bolschoi-Theater wäre doch auch noch ganz nett. So. Nahrung dürfte eigentlich genug da sein. Das Bolschoi-Ballett ist ein Universum der Fantasie. Haben wir das ein auch noch gebaut? Des magischen Zaubers, der Schönheit und der Romantik. Die anmutigen Tänze, die herrliche Musik und die prächtigen Kostüme lassen seine vielen Welten pulsieren.
Die Zeit wird kommen und sie naht unausweichlich, wenn alle Institutionen verschwinden, die auf Gewalt basieren, weil ihre Nutzlosigkeit, Dummheit und sogar Umständlichkeit für alle offensichtlich wird. So, haben wir das auch geschafft. Jetzt sind wir mit der Produktion durch, dann können wir hier weiter Campus machen. Neue Region verfügbar. Ne, will ich jetzt erstmal nicht wechseln. Könnten wir, glaube ich, sogar noch machen, aber wir lassen es jetzt erstmal dabei. Achso, wir können das Ganze hier beschleunigen jetzt natürlich. Aber so viel bringt das jetzt gar nichts, glaube ich. Von daher lassen wir es. Okay, also, es beginnt. Wir können jetzt anfangen, mit Lichtjahren zu reisen. Wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Projekte offen. Das heißt, es sind gleich mal 5 Jahre mehr. Wir sollten relativ schnell vorankommen. Ich gehe davon aus, dass wir, ich sag mal, in den nächsten 10 Runden, also in der nächsten Folge auf jeden Fall das Ende finden werden. Nicht in dieser Runde, nicht in dieser Folge mehr, aber in der nächsten. Und danach geht es dann eine neue Runde weiter und ich hoffe, bis dahin ist mein Mikro wieder in Ordnung. Wie gesagt, ich entschuldige mich für die Tonprobleme und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Danke fürs Zuschauen und ich wünsche euch, jetzt kommt die Folge am Sonntag raus, also noch einen schönen Sonntag und dann sehen wir uns Dienstag in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao.